mal für euch wieder ein neues Video und heute geht es um den Summertag, weil wir getaggt wurden von der Nita Vlog, glaube ich, ist es. Wir schreiben euch den Namen einfach mal hier so hin, irgendwo hier unten so. Genau, und ja, wir würden sagen, wir reden damit wieder und fangen direkt mal an. Meine Lieblingseissorte ist so Vollmilchschokolade, also Schokolade, dann Kinderschokolade, Pistazie und Cookies. Und meine Lieblingseissorten ist einmal Schoko und Joghurt. Was ist eure Lieblingsfrucht? Meine Lieblingsfrucht ist, also kann ich ganz viele... Also Honigmelone, Melone, Erdbeeren, Kirschen, Aprikosen. Ja, das war's. Und meine Lieblingsfrüchte sind Himbeeren, Erdbeeren, stimmt. Kiwi, Honigmelone, Kirschen, Aprikose und Pfirsich. Ja. Trägst du lieber Flipflops, Sandalen oder Ballerinas? Also ich trage gerne alles drei. Also, ich trage... Ja. Aber am bequemsten finde ich Flipflops. Ja, also am bequemsten sind Flipflops und Sandalen. Und Ballerina auch. Also auch alles drin. Ja, okay. Was trägst du am liebsten auf deinen Fußnägeln? Also wie Nagellack, French oder gar nichts? Also, ich finde irgendwie im Sommer, wenn denn die Sandalen oder wenn man Flipflops anhat, dass man den Nagellack richtig schön sehen kann, also dass es so ein richtig knalliger Nagellack ist. Aber so ein French-Nagellack finde ich, also wenn man French-Fußnägel hat, finde ich es auch richtig schön. Und wenn dann noch so ein Sticker drauf ist, dann finde ich es auch richtig schön für den Sommer. Ja, bei mir ist auch das Gleiche, weil wenn man irgendwie nichts drauf hat, ist das irgendwie so leer. Also dann ist sozusagen für mich das Sommeroutfit nicht komplett. Also nur wenn ich es alleine habe. Also wenn ich Ballerinas anhabe, dann ist es mir egal. Ich meine, sieht aber komisch aus, wenn man irgendwie ja, dann ja. Die nächste Frage ist, trägst du lieber Tankini, Bikini oder Badeanzug? Also Tankini sind ja da, wo Hose und dann das Oberteil so lang ist. Also das mag ich irgendwie gar nicht, weil dann wirst du ja am Bauch eigentlich gar nicht so braun. Also am liebsten mag ich Bikini. Ja, ich auch. Um braun zu werden, was bevorzugst du? Sonnenbad? Selbstbräune oder Solarium? Ich bevorzuge eigentlich das Sonnenbad, weil ich finde, da ist es eigentlich die natürlichste Bräune, weil in Solarium dürfen wir eh noch nicht gehen. Das ist erst, glaube ich, ab 16 und Selbstbräuner, wenn man da sich irgendwie falsch einschmiert, dann wird es so fleckig. Also ja, deswegen Sonnenbad. Genau, ich auch. Die nächste Frage ist, trägst du lieber T-Shirt oder Tops? Also zum Sommer trage ich eigentlich beides. Also ja. An kälteren Tagen trage ich immer eher so T-Shirt und an wärmeren Tagen trage ich eher so Tops. Ja, ja, das fällt mir auch. Was siehst du lieber an? Lange Hose, kurze Hose oder einen Rock? Also bei mir ist es mit dem Rock ganz schlimm. Also ich kann Rock gar nicht tragen. Lange Hose eher gar nicht im Sommer, weil es ist einfach viel zu warm, da sterbe ich fast drin in der Hose. Also dann eher kurze Hose. Genau. Ich trage im Sommer, wenn es zwar richtig, richtig warm ist, auf jeden Fall kurze Hose. Wenn ich eher so, wenn es so richtig warm ist, aber es eher so ein bisschen luftiger will, dann trage ich natürlich einen Rock. Und wenn es so ein bisschen kälter ist, wie heute, trage ich eine lange Hose und krempel das dann meistens immer noch so hoch. Um glatte Haut zu kriegen, bevorzugst du lieber rasieren, wachsen oder epilieren? Also ich persönlich mag das eher zum Rasieren. Also ich weiß, man muss sich dann immer mehrmals rasieren, aber ja, also ich mache es auf jeden Fall rasieren. Ja, ich auch. Und unsere letzte Frage lautet, gehst du lieber ins Hallenbad, Freibad oder lieber ans Meer?
am liebsten an den, ans Meer, also oder an See, das ist eigentlich richtig schön. Oder Freibad im Sommer ist auch richtig cool, aber Hallenbad im Sommer. Also Hallenbad eher so im Winter. Also bei mir ist es zum Beispiel so, also ich gehe richtig, richtig, richtig gerne ans Meer. Also wenn irgendwo Meer ist mit Strand und allem drum und dran, dann kann man mich da wirklich hinreißen. Ja. Also da sage ich auch nicht nein. Und also auf jeden Fall Meer. An See gehe ich auch, wenn es irgendwie keine andere Möglichkeit gibt. Freibad gehe ich immer bei meinem Papa. Und Heimbad halt eher so im Winter. Ja. So, das war jetzt unser Sommer-Take. Wir hoffen, dieser Take hat euch gefallen. Hier oben verlinken wir euch dann unser letztes Video. Hier unten kommt ihr dann zu unserem Instagram-Namen. Und hier oben verlinken wir euch mal unseren Guten Morgen-Take. Und ja, dann hoffen wir, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir würden uns sehr, sehr freuen über einen Daumen hoch und über einen Kommentar. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss! Und bei meinen Lieblingssorten ist einmal Schoko und Joghurt. Scheiße. Kannst du mal sagen, mein Lieblingssort ist Schoko und Joghurt? Nö. Meine Lieblings-Eissorten. Sorten? Sorten? Ja. Nee, ich muss doch morgen hochstellen. Stimmt. Ja.